Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen. Ich begrüße euch hier zurück zu Project Zomboid. Wir haben das letzte Mal eine Hals-über-Kopf-Flucht angetreten, haben aber große, fette Beute gemacht, haben jetzt mehr oder weniger das gesamte medizinische Equipment aus dem Arzthaus entwendet. Und, oh Gott, da ist eine Zombie-Wanderung, da sollten wir nicht reinrennen. Und sind jetzt gerade eben wieder auf dem Weg nach Hause, unsere Beute, ja, dorthin zu bringen, also nach Hause. Weil wir auch weg im Arzthaus, weg von zu Hause haben schlafen müssen. Und ich bin jetzt momentan relativ Hals über Kopf am Rennen. Aber momentan umgehen wir anscheinend die größeren Zombie-Horden. Oh, was ist denn das jetzt von Laden? Ah, ich ahne, wo wir sind. Genau, hier sind wir. Und da ist jetzt rechts auch gleich, genau, das Motel. Moment, ich muss husten. So, da bin ich wieder. Tja, nach wie vor macht mir ein bisschen das... die Pollen machen mir zu schaffen. Denn, es ist Frühling. Ich weiß ja nicht, wann ihr das anschaut. Kann ja auch sein, dass ihr das irgendwann mal sehr, sehr viel später anschaut. Dann wisst ihr, es war gerade im Mai bei mir und ich habe eine Heuschnupfen. Vielleicht auch zwei oder drei, man weiß es nicht. Ich habe ja nicht mitgezählt. Oh Gott, da sind jetzt Zombies, die kommen einfach aus dem Wald. Das ist natürlich besonders herrlich. Da kommen noch mehr Zombies. Aber wie ihr seht, sind wir auch inzwischen schon sehr, sehr schnell zu Fuß. Ach du Schande. Da lang. Erstmal ausweichen und dann rauskriegen, wo wir sind. Die offenstehenden Türen sagen mir, dass wir hier schon waren. Umschauen. Es würde sehr, sehr helfen, wenn ich den weißen Gartenzaun sehen würde. Aber ich glaube, wir sind schon zu weit. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Oder? Ich glaube, wir müssen noch viel weiter. Wenn ich so recht darüber nachdenke. Nicht mal ansatzweise zu Hause. Genau, der Weidezaun, der kommt mir nämlich ein bisschen bekannt vor. Da ist es. Das ist Home Sweet Home. So, erstmal einen kleinen Check, ob hier alles auch ruhig ist. Alle brav. Keine Zombies. Da kommt da einer. Du gehst in die Richtung. Ich glaube, dich sollte ich glatt wegmachen. Sonst machst du uns nämlich noch Ärger. Wobei, jetzt ist sie stehen geblieben. Wenn sie weitergelaufen wäre, wäre sie ein Problem gewesen. Oder jetzt, ich glaube, jetzt hat sie uns gesehen. Na, verdammt, in dem Augenblick, wo ich denke, dass... Jetzt mache ich sie weg, ganz im Ernst, Leute. Na? Jetzt liegt sie, so. Das sieht schon makaber aus, ne? Wie er sich da so an ihr ein abarbeitet. So, ich kann sie gleich nicht mal looten mit rechts. Ich kann höchstens die Leiche nehmen. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Also ich hoffe, dass der Bug das nächste Mal weg ist. Aber das Interessante ist, dass unser Wasserhahn tatsächlich buggy ist. So, wir haben medizinisches Material en masse. Jetzt wird es Zeit, mal hier das alles... Ach Gott, das kann man doch irgendwie... Genau, mit Shift kann man das. Beta-Blocker, Desinfektionsmittel, Klebeband. Einfach mal... da reingezogen. Zuschauen und sich wohlfühlen sozusagen, wie jetzt hier unsere gesamte Beute darüber geräumt wird. Das war wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Raubzug, in Anführungszeichen. Da hat Brad Pitt seiner Einbrecherkarriere gerade eben mal wieder alle Ehre gemacht. Wo ich die Nadel hin tue, weiß ich noch gar nicht. Stofffetzen, die nehmen wir noch weiterhin mit. Wasserflasche, Wattebällchen, die lassen wir mal da. Vitamine kommen auch noch da rein. Das müssen wir gerade eben erstmal nochmal wieder alles in Sicherheit bringen. Ich weiß gar nicht, wie lange es die Butter noch macht. Mmh. Essen, die halbe Butter. Fantastisch. Macht natürlich auch schön unglücklich.
Da ist nichts drin. Hier haben wir aber links noch ein paar Chips. Die können wir da reinräumen. Wir nehmen wieder mal eine mit. Sozusagen unsere Notfallchips für unterwegs. Konserve mit Kartoffeln. Und den Weißwein tun wir natürlich auch da rein. So wie die Wasserflaschen. So viele Wasserflaschen müssen wir nicht dabei haben. Fein, 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 fein. Ansonsten Nägel und so weiter müssen wir aufräumen. Yo! Schrot, ne, die Schrotpatronen kommen woanders hin. Stacheldraht, mit dem ich immer noch nicht weiß, wie er zu funktionieren hat. Was war denn das? Genau, Säge. Weiteres Seil. Schraubenzieher, klaro. Und, da hat es die Waffen. Und Munition. Also sollten wir jemals eine Waffe finden. Moment, muss husten. Sollten wir jemals eine Schusswaffe finden, sowas wie ein Schrotgewehr, dann können wir draußen aufräumen. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir jemals sowas finden werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo waren denn die Zigaretten nochmal? Nicht hier zumindest. Das Interessante ist, dass wir weniger Pistolenmunition finden, als ich erwartet hatte. Ach, tun wir es halt mal hier rein. Moment, muss ich mal kurz husten. Pause machen, Sekunde bitte. Ja, da bin ich auch wieder. Bei mir hat nämlich gerade eben das Telefon geklingelt gehabt. So, aber jetzt können wir weitermachen. Ja, wir haben ja schon einen Hammer. Okay, das heißt, den können wir aufräumen. Den Dosenöffner, wie gesagt, den nehmen wir aus Sicherheitsgründen immer mit. Aber dann kommst du jetzt erstmal wieder mal hier hin. Baseballschläger? Ach, das ist der Baseballschläger, den wir repariert haben. Ja, du kommst jetzt mal wieder in die Primärhand. Und die Stofffetzen und so weiter tun wir alles erstmal wieder hier rein. So, dass wir diese Sache hier, Moment, also diesen Wanderrucksack, ach, den tun wir auch erstmal nochmal hier rein. Verstauen wir den Wanderrucksack? Das ist jetzt Verschachtelungstaktik, ne? Verschachtelungstaktik per excellence. So, jetzt haben wir wieder einiges an Gewicht frei. Ich würde mal sagen, wir können auch mal wieder etwas in der Nachbarschaft abklappern. Also so, ich meine mal, sich so generell mal umschauen. Ein bisschen Zeit haben wir ja heute ja noch. So, Türe schließen. Es gibt Leute, habe ich schon gesehen bei anderen Let's Plays, die machen die Türen immer auf, wenn sie gehen, weil sie nicht wollen, dass sie von den Zombies eingerannt werden. Ist eine Argumentation, die kann ich verstehen. Ich will aber trotzdem nicht, dass versehentlich, wenn ich heimkomme, vielleicht ein Zombie da auf mich wartet. Deswegen mache ich das nicht so. Damit ihr das vielleicht versteht, warum ich das so mache. Falls der ein oder andere sozusagen diese Taktik kennt. Oh, upsasa. Und das vielleicht mal so anbringen hätte wollen. Dann wisst ihr jetzt vielleicht, kennt ihr jetzt meine Beweggründe. So, Moment. Überall Zombies, 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 Zombies. Einfach erstmal einen Überblick gewinnen. Oh, hier ist aber eine ordentlich große Wiese. Ich möchte mal die Nachbarschaft kennenlernen. Jede Menge Zombies hier, die... Oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Huch, das ist ein schickes Haus hier. Was bist du denn? Da steht ja einer. Da stehen zwei. Na? Komm schon. Sterben. Schön sterben. Du auch. So, erledigt. Kommen da noch mehr? Nicht aktuell. Hey, das ist ja voll cool. Guckt euch das mal an. Ist ja quasi... Ja, ein Sichtschutz drumrum. Das ist ja... Also, das ist ja... Besser geht's ja gar nicht. Theoretisch gibt es sogar noch hier Bäume. Das ist ja schon von Grund aus abgesichert. Na, das verschlossen ist natürlich... Da kommt der nächste Kandidat.
So, den haben wir erledigt. Kommt da noch mehr? Ja, da kommen leider noch mehr. Na komm schon. Wir haben gerade wieder einen Erfahrungspunkt bekommen. So. Komm mal auf. Das geht. Bitte kein Alarm. Bitte kein Alarm. Okay. Dann mal durchklettern. Cool. Erstmal Haus sichern. Und wir werden müde. Das ist ja mal cool. Da ist auch noch ein Baseballschläger drin. Jetzt wollt ihr mich locken, hä? Bring mir mal das Laken an und mach mal hier die Vorhänge zu. Ja, hier ist das Essen leider verrottet. Aber es gibt trotzdem noch eine Konserve mit Erbsen. Ja. Und noch mal ein paar Chips. Dinge, die man nehmen kann. Ein Buch, jetzt machen wir uns mal wieder gefasst auf den Zombie-Ansturm hier aus der Badezimmertür. Tatsache. Na? Hat schon wieder jemand geschossen. Das ist mal ein interessantes Haus. So, Moment, jetzt möchte ich mal gucken, was diese Zombies dabei haben. Das ist ein interessantes Haus, das sollten wir uns im Hinterkopf behalten. Ach, schon wieder so ein blöder Helikopter. Der wird jetzt wieder Zombie-Horden auslösen. Helikopter sind ein Ärgernis, das muss man ganz ehrlich sagen in diesem Spiel. Ihr seht, die Zombies bewegen sich jetzt plötzlich alle in die Richtung, wo vermeintlich dieses Geräusch herkommt. Das kann gut sein, das kann aber auch total fatal sein, weil die Zombies ja immer den direktesten Weg wählen. Ups. Und dieser direkteste Weg kann auch mal mitten durch euer Wohnzimmer sein. Dann hast du plötzlich quasi wirklich so die Zombie-Horde, wie sie einfach mal so durchwalzt und sich einfach ohne Sinn und Verstand durch, durch eure Wände boxt. Und dann habt ihr den Salat. Das passiert auch gerne mal einfach mal nachts. So. Auch dich haben wir, mein Freund. Ja, dann gehen wir mal langsam aber sicher nach Hause. Denn es ist auch schon wieder fast 18 Uhr. Ja, schon wieder so ein älteres Wesen. Auch erledigt. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wie viele Zombies wir bereits erledigt haben. Wir sollten das demnächst mal uns näher anschauen. So. So viel. Ja, wobei, so viele sind es gar nicht. Ich will mal gucken, was ist das denn da? Dafür räumen wir dich doch erstmal aus dem Weg. Das ist ein Grill. Können wir damit was machen? Ich würde es cool finden, wenn wir den mitnehmen könnten. Oh, wir haben keine Waffe mehr. Hammer primär ausrüsten. Na, der Baseballschläger ist nicht unbedingt der geilste. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Nee, kann ich nichts machen. Ärgerlich. Ich hatte gehofft, man kann da vielleicht irgendetwas machen. Ja gut. Ich hatte nämlich in Videos gesehen, dass man da eventuell, dass man bei manchen Sachen sowas wie einen Propangastank mitnehmen kann. Gut, der sah jetzt nicht aus wie ein Propangasgrill, ne? Zugegeben, aber es hätte ja sein können, dass man damit trotzdem interagieren kann und coole Dinge tun. So. Und wir haben wieder ein paar Dosen Erbsen. Ein bisschen Chips. Da können wir wieder eine mitnehmen. Wobei, wir haben Hunger. Dann nehmen wir noch eine zweite. Wobei, wir haben gestern die Butter angefangen zu essen. Dann essen wir sie jetzt voll auf. Lecker Butter. Sind unglücklich. Schmeckt natürlich jetzt nicht so geil. Naja, was soll's. Ich würde mal sagen, wir tun mal den Baseballschläger, der kaputt ist, da rein. Den können wir irgendwann immer noch reparieren. Wobei ich sagen muss, dass die Menge an dem, was man da so reparieren kann, mau ist. Könnte cooler sein. Aber man darf sich auch nicht beschweren. Hauptsache, man kann es überhaupt reparieren. So.
Ausnahmsweise mache ich hier mal wieder zu. Ist nämlich ansonsten auf Dauer ein bisschen, macht mich nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ah, und hier haben wir noch einen Seesack drin, 65%. Was bist denn du? Du bist ein normaler Wanderrucksack, 70%. Ich dachte, es gibt noch bessere. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Können wir mit den Spielbausteinen spielen? Können wir ein Spielkind sein? Was Legebehälter primär ausrüsten? Was machen wir jetzt damit? Nix. Ich wollte es nur mal gucken, also, ob man damit irgendwas Spaßiges tun kann. Aber anscheinend geht das Spiel da nicht so weit. Ich meine, gegen die Langeweile, gegen das Unglücklichsein wäre das auch total cool, ne? Einfach mal Spielbausteine benutzen. So, wir schlafen jetzt 10 Stunden, dann ist morgens um 8. Ne, dann. Ja doch. Ne, dann ist morgens um 6. Ja, das passt. So. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ich möchte herausfinden, ob man nicht irgendwo doch eine Schusswaffe auftreiben kann. Weshalb wir, also nachdem ich jetzt etwas Recherche betrieben habe, ja, vielleicht versuchen, eine Schusswaffe aufzutreiben. In der nächsten Folge von Project Zomboid mit mir, dem Mr. Merp, und hoffentlich auch mit dir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.